Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal. Ihr seht es ja schon an der Videobeschreibung, der Angler braucht noch mehr Platz, viel mehr Platz. Und deshalb habe ich nochmal ganz groß aussortiert aus meiner Sammlung und viele Filme suchen ein neues Zuhause. Und bevor es losgeht, muss ich mich nochmal bedanken bei meiner letzten Aussortieraktion. Es hat ja alles einwandfrei funktioniert bei euch. Das war der Wahnsinn. Ein fettes Dankeschön an die Community. Ich bin total sprachlos. Das war innerhalb von einer Woche, war die ganze Sache gelutscht. Die haben mich angeschrieben. Auch dieses Mal müsst ihr mich wieder anschreiben. derfilmangler@gmail.com werde ich auf jeden Fall mehrmals einblenden hier unten. Schreibt mich einfach an. Sagt, was ihr haben wollt. Es kommt überall nochmal der Versand dazu. Und es hat letztes Mal einwandfrei funktioniert. Reibungslos die Aktion. In der Regel haben die Leute am nächsten oder übernächsten Tag sofort von mir die Sendungsnummer erhalten. Und wie gesagt, die ganze Geschichte war innerhalb von einer Woche abgehakt. Wahnsinn, Wahnsinn, dass das alles so reibungslos funktioniert hat und dafür nochmal ein fettes Dankeschön. Es ging sogar ein Paket nach Österreich, das hat auch funktioniert. Selbst die Frau auf der Postfiliale hat gesagt, das kostet 20 Euro und wenn der Empfänger nicht zu Hause ist, geht das Paket sofort wieder an den Absender zurück und dann müsste der Absender nochmal 20 Euro zahlen, damit ich das Paket wieder bekomme. Das habe ich so in dieser Form noch nie gehört, das war mir komplett neu. Aber ich hab schon viel Angstschweiß im Höschen, dass der gute Mann sein Paket nicht bekommt oder nicht zu Hause ist. Aber es hat alles reibungslos funktioniert, Gott sei Dank. Also PayPal, Freunde überwiesen, Sendungsnummer kam und ja, alles reibungslos. Einer hatte die A-Karte gehabt, der war so ein kleiner Nachzügler. Ich weiß gar nicht mehr, wie du noch hießt. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da kam nochmal so ein Nachzügler, der wollte noch was kaufen. Der hat das auch bekommen. Nur in dem Moment, wo der mich anschreibt, musste ich ganz unverhofft auf Lehrgang fahren. Ich war eine Woche nicht zu Hause. Er musste natürlich eine Woche warten. Aber auch da hat alles reibungslos funktioniert. Und an dieser Stelle nochmals vielen Dank. Und ich hoffe, dass es dieses Mal wieder so reibungslos funktioniert. Ich zeige euch das jetzt alles so in die Kamera. Ist natürlich alles gestaffelt. Das werde ich euch aber ausführlich erzählen. Erst kommt die 5-Euro-Kategorie, dann kommt die 10-Euro-Kategorie und dann 15, 20 und so weiter. Natürlich kommt überall ein bisschen Versand dazu und einfach anschreiben, derfilmangler@gmail.com und wir werden uns schon einig und wie gesagt, ich hoffe mal, dass das diesmal auch so reibungslos funktioniert. Ich gebe natürlich Gas, damit ihr die Klamotten schnellstmöglich bekommt und ist noch sonst irgendwas, was ich erwähnen sollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es wird immer versendet als Paket. Wir fangen einfach mal an mit der 5-Euro-Kategorie. Ist auch nicht so spektakulär. Das ist einmal die Türkisch für Anfänger-Box. Staffel 1, 2 und 3. Also das wäre 5 Euro. Wenn einer Interesse hat, einfach anschreiben. derfilmangler@gmail.com. So, dann kommen wir zur 10-Euro-Kategorie. 10-Euro-Kategorie wäre einmal in der Metal-Pack oder Future-Pack-Version von NSM, Warlock The Armageddon. Jetzt fragt mich aber nicht, welcher Teil das ist. Mir gefällt tatsächlich nur Teil 1 und alles andere, ne? Keine Ahnung, ob es Teil 2, 3 oder 4 ist, ich weiß es nicht. Warlock. Dann für 10 Euro Troll Worlds, ne? Auch im Metal-Pack. DVD und Blu-ray an Bord. Müsste ich normalerweise 15 Euro nehmen. Ne? Aber der Film, der war so... Der ist nicht mehr wert wie 10 Euro. So, dann haben wir hier ein wunderschönes Mediabook. Tatsächlich 10 Euro. Konga oder der Koloss von Konga. Gab es ja mehrere Alternativtitel. Da ist einmal die DVD mit an Bord und die Blu-ray. Konga. Konga, Konga. Dann haben wir hier den Film Ichi. The Killer, 10 Euro. Und zwar ist das wirklich die Uncut-Version. Ist richtig eklig. Ich glaube, das müsste die Uncut-Version sein. Ich hatte mich da mal abgegradet auf Blu-ray. War zwar leider kein offizielles, aber haben wir eine Blu-ray. So, und jetzt kommen wir zur 15-Euro-Kategorie. Dann haben wir einmal Targor. Das Ding aus dem Inneren der Erde in der großen DVD-Hardbox.
Dann haben wir mit Bo Svensson Movie in Action in der großen Hardbox. Dann haben wir When the Light Went Out in der großen Hardbox, Blu-ray Hardbox. Das ist eine Blu-ray Hardbox, meine Freunde, auf Basis, sogar streng limitiert auf 50 Stück. Und dann ist Nummer 45 für die Nummernfetischisten. So, dann habe ich noch einen ganz kleinen Teil an kleinen Hardboxen, weil tatsächlich wurden fast alle kleinen Hardboxen letztes Mal, die sind weggegangen wie warme Semmel. Das war der Wahnsinn. Das ist der klägliche Rest lebendig gefressen in der kleinen Hardbox von XT Video. Jungfrau und der Kannibalen, weltweit längste Fassung in der kleinen XD Hardbox. Dann Cannibal Man in der kleinen Hardbox von XT Video. Alles 15 Euro. Dann haben wir hier die Weiße Göttin der Kannibalen, auch 15 Euro, kleine Hardbox. Dann haben wir Abschied in der Nacht, kleine Hardbox, 15 Euro. Dann Unable oder The White Monster in der kleinen Hardbox, 15 Euro, kleine Hardbox. Dann haben wir hier Iron Warriors, 15 Euro in der XZ kleinen Hardbox, 15 Euro. Wie so ein Max-Schreier. So, dann haben wir hier noch eine kleine Hardbox. Vor Morgengrauen in der DVD kleinen Hardbox von CMV. Dann Black Emmanuel in der kleinen Hardbox. Black Emmanuel und die letzten Kannibalen, 15 Euro. Dann haben wir hier die Nonne von Verona, 15 Euro in der kleinen Hardbox. Ziemlich schlimme Bilder bekommt ihr da zu sehen. Ganz schön eklig. Shrunken Heads, auch sehr seltsam der Film. In der kleinen Hardbox, 15 Euro. Dann haben wir noch Phantasm in der kleinen Hardbox, 15 Euro von XT Video. Und dann haben wir noch Karate-Tiger im Mediabook, limitiert auf 3000 Exemplare. Hier, das ist Nummer 1829. 15 Euro mit on board ist einmal die DVD, Blu-ray. Einmal die Blu-ray Remastered-Version und einmal die US-Cut-Version. Alles beides Blu-ray. 15 Euro im Mediabook. So, jetzt kommen wir zur 20-Euro-Kategorie. So, da geht es dann erstmal los mit dem Zeug, was letztes Mal nicht los. Also, ihr seht, ich habe alle große Hardboxen von letztem Mal verkauft, bis auf hier diesen kleinen Rest hier. Töte alle und kehre allein zurück in der großen Hardbox. So, ich muss das gerade mal ein bisschen sortieren hier. Nicht umfallen, hallo, nichts kaputt gehen hier. So, dann die Rache der lebenden Toten in der X-Dings Hardbox, große Hardbox, 20 Euro, in den Krallen, Jungfrau in den Krallen von Zombies, richtig geiles Artwork, guckt es euch an, 20 Euro, die große Hardbox. Dann haben wir hier Knochenbrecher im Wilden Westen, große Hardbox, mit Klaus Kinski an Bord. 20 Euro. Terrorhaus. Ja, 20 Euro, eine große Artbox. Dann Django. Leck Staub von meinem Prügel. Nee, Colt. Leck Staub von meinem Colt. 20 Euro in der großen Artbox. Dann, das kann ich leider nicht zeigen. Notgeile Knastjulen zu Unzucht erzogen. Weiß ich noch, wie ich das damals gekauft habe. Auf der Filmbörse Neuss. Und ja, tatsächlich immer noch nicht reingeguckt. Oder so halb. Doch, so halb reingeguckt. Ist ja mehr oder weniger, ist schon ein Hardcore-Film. Also überhaupt, ja. Ja, dann ein Halleluja für Django. Große Hardbox, 20 Euro. Und der letzte. Tanz der Dämonen, Teil 2 in der großen Hardbox. Richtig geiles Artwork. Das waren die großen Hardbox von letztem Mal, die noch übrig geblieben sind. Und jetzt kommen Mediabooks, alle Mediabooks, die ich jetzt zeige, 20 Euro. Einfach melden, derfilmangler@gmail.com. Das Böse hat einen neuen Namen, Unholy, Dämonen der Finsternis. Original noch verpackt im CMV Mediabook. Original verpackt noch. 20 Euro. Invasion der Blutfarmer. Noch original verpackt, OVP. 20 Euro.
Dann die drei Gesichter der Furcht. Mario Bava, kleines, dickes Mediabook, 20 Euro. Moby Dick, 20 Euro. 20 Euro Moby Dick. Der Biss der Schlangenfrau im Mediabook CMV, 20 Euro. Dann haben wir hier Devil's Backbone, 20 Euro. Übrigens ein sehr, 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 sehr guter Film, 20 Euro. Reconing hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ein richtig schickes Mediabook, also wirklich klasse, 20 Euro. 20 Euro Mediabook. Harley Davidson and the Marlboro Man, 20 Euro. Noch original verpackt. Original verpackt noch. So, dann haben wir hier X. X, war wohl nix. 20 Euro im Mediabook, 20 Euro. Dann Tom Briou. Nameless Mediabooks, limitiert auf 333 Stück. Hier, das ist die Nummer 60 im Mediabook. Noch original verpackt, 20 Euro. 20 Euro. Dann haben wir hier Memory of Murderer, keine Ahnung, 20 Euro, 20 Euro, damals sehr, sehr schwer ranzukommen, das Mediabook, irgendwann war das auf einmal vergriffen, jeder wollte das haben und dann für überhöhte Preise, bei mir gibt es für 20 Euro, 20 Euro. Dann haben wir hier, da wäre es mir am liebsten, wenn ihr das kaufen tut im Doppelpack, La Petite Mort, Teil 1 und Teil 2, jeweils 20 Euro, also 40 Euro, beide, zack, bupp. Der ist mir am liebsten, wenn ihr das im Doppelpack nehmt. Weil wenn einer sich meldet und sagt, ich will nur Teil 1 haben, dann sage ich, nee, was soll ich denn mit Teil 2? Also, ja. So, dann haben wir nochmal Colors. 20 Euro, Mediabook, 20 Euro. Dann haben wir hier Bloodsucking Freaks, Bloodsucking Bastards. Sehr guter Vampirfilm. Ein bisschen mit schwarzem Humor geschmückt. 20 Euro, fantastisch. Dann haben wir hier noch von Wicked Vision, von der Full Moon Collection Number 2, Rexosaurus, auch 20 Euro. Dann haben wir noch Crimin Perpecto, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist so ein geiler Film, sehr, sehr gut. Sehr schwarzer Humor belastet, also wirklich, macht echt Laune, 20 Euro. Mediabook sieht total unspektakulär aus, aber der Film ist wirklich mega, 20 Euro. So, das war's mit der 20 Euro Kategorie. Jetzt kommen wir zu der 25 Euro Kategorie. So, dann haben wir einmal von John Carpenter Vampire Los Muertos, 25 Euro Mediabook. Dann haben wir hier Tucker and Dale vs. Evil im fetten, wattierten Mediabook für 25 Euro. Fettes, wattiertes Mediabook. Dann haben wir hier noch ein fettes, wattiertes Mediabook. Totentanz der Vampire. Auch 25 Euro. Richtig fettes Teil. Schick vor allen Dingen. Dann haben wir eine große Hardbox noch. Und zwar eine Blu-ray-Hardbox. Freakshow, 25 Euro, richtig geiles Artwork, richtig geile Hardbox, wirklich fantastisch, limitiert auf 99 Exemplare, das ist Nummer 24, wie gesagt, das ist eine Blu-ray Hardbox, 25 Euro. Dann haben wir hier noch die Tape Edition von Predator, aber meine Freunde, aufpassen, da ist nicht mehr das Poster drin, aber trotzdem werden die Dinge heiß begehrt, musste ich feststellen, wirklich heiß begehrt, also 25 Euro. Dann haben wir hier noch Tremors, auch in dieser Tape Edition, aber auch ohne Poster, das hängt hier bei mir im Zimmerchen. Auch 25 Euro. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass die doch so hoch im Kurs stehen und dass die doch so begehrt sind, die Teile. Da war ich sehr überrascht. Dann haben wir noch von XT Video das Mediabook von Sado. Stoß das Tor zur Hölle auf. 2-Disc High Definition Special Edition inklusive DVD-Version. Limitiert auf 1500 Stück. Das ist Nummer 712. Ja, noch original verpackt. 25 Euro. 25 Euro. Dann haben wir noch Deathstalker für die ganzen Masters of the Universe-Fans. Hier ist alles vorhanden. Sowas wie He-Man ist hier da, sowas wie Beastman, sowas wie Teela. Also für Masters-Fan ein absolutes Muss. Deathstalker 1 und 2 bekommt ihr nicht mehr so einfach, dieses Mediabook. Das ist schon eine kleine Rarität. Limitierte Auflage von 555 Stück habe ich die Nummer 282. 25 Euro. Deathstalker 1 und 2.
So, dann habe ich noch eine schöne DVD-Box. Ich musste mir das unbedingt upgraden auf Blu-ray. Ja, die Schimanski, Schimanski, Tatort Duisburg, Schimanski ermittelt in Duisburg, Tatortbox, alle Teile, alle TV-Dinger hier drin für 30 Euro. 14 DVDs, 30 Euro. Also das ist, ja, 30 Euro. Einfach melden, 30 Euro. So, und dann haben wir noch zwei Filme für 50 Euro. Dann sind wir auch schon durch. Ich hätte zwar noch ein paar Figürchen, wenn ihr die sehen wollt, kann ich sie euch auch noch zeigen. Und zwar haben wir hier die Street Trash The Ultimate Melt Movie. Limitiert auf 999 Stück. Das ist Nummer 313 in diesem mega fettem Mediabook. Da ist allerhand drin. Ein riesengroßer, das fetteste Mediabook, Zeit des Mediabooks gibt. Das ist der Wahnsinn. Hier ist einmal der Soundtrack dabei, der Film auf DVD und Blu-ray von 8 Films. Ein richtig fettes Teil. Ein richtig geiles Teil. Ein Fuffi. Definitiv ein Fuffi. So, dann haben wir noch was ganz, ganz Tolles. The Riffs, das Trilogie-Mediabook. Habe ich jetzt so lange in der Sammlung und nicht einmal reingeguckt, obwohl ich es mir immer wieder vorgenommen habe. The Riffs, die Gewalt sind wir. Flucht aus der Bronx, Teil 2 oder Teil 3, die Ratten von Manhattan. Für 55 Euro. 55 Euro The Riffs im battierten Mediabook. 55 Euro, 55 Euro. Also wenn da ein Interesse hat, einfach melden. 55 Euro, einfach derfilmangler@gmail.com. So, und jetzt mache ich hier einen kleinen Cut, weil ich hätte sogar tatsächlich noch ein paar Figürchen, die ich euch zeigen möchte. Oder ich hätte noch hier eine Hellraiser-Trilogie-Box. Es ist sehr schwer zu ermitteln, was man dafür nehmen kann. Ich habe mich dafür entschlossen, diese Hellraiser-Box, diese Hellraiser-Holzbox. Ja, die machst du auf, dann hast du schöne Samt, schöne Einbettung hier. Ne? Fantastisch. Mit dem Mediabook, mit alle drei Teile von Studiokanal. Mit dem Filmstreifen und allem drum und dran, Poster, nur noch von Teil 3, die anderen hängen hier. Dann haben wir eine kleine Bedienungsanleitung, wie der Würfel funktioniert. Falls ihr mal so einen Würfel bekommt und ihr dann die Dämonen zur Welt rufen wollt, meines Erachtens, ich habe zwar noch die Turbine Media Books, obwohl ich sagen muss, hier finde ich die Bildqualität ein bisschen besser. Deshalb sage ich hier, wenn da ein Interesse hat, 120 Euro. Wenn einer dran Interesse hat, 120 Euro. Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh, das ist aber viel Geld. Ja, ist so, gell? So, jetzt habe ich noch so ein paar Figürchen. Die halte ich euch in die Kamera. Vielleicht hat ihr daran ein Interesse. Sekündchen. Ja, da bin ich wieder. Ich habe auf jeden Fall hier drei Masters of the Universe Figuren liegen von den Origins und zwar die Fan Favorite. Das heißt, das sind die Figuren aus den Vereinigten Staaten, die wunderschönen Retro-Play-Dinge mit dem Untertitel, ne, zum Beispiel Heroic Ruler of Eternia, wieder ein fantastisches Englisch, oder Evil Master of Escape, der Rapstore. Oder Ninja, ein Evil Ninja Warrior. Also diese drei Figuren, am liebsten nur im Set, die US-Version, als Fan-Favorite, alle drei zusammen für 100 Euro. Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh, das ist aber ganz schön teuer. Ja, dann würde ich sagen, dann bestell sie mal, weil dann wirst du ziemlich merken, wenn du die importieren lassen solltest, dann wirst du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr bezahlen. Ja, das war's. Das war's. Mehr habe ich im Moment nicht auszusortieren. Je nachdem, wie das läuft, mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Ihr müsst euch einfach nur bei mir melden per E-Mail derfilmangler@gmail.com und alles Weitere wird dann geklärt. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich hoffe, dass das wieder so reibungslos funktioniert wie das letzte Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden und greift zu, solange der Saft noch warm ist. Ne? Und in diesem Sinne, euer Filmangler, Horido.